Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum 4. Advent-Special. Wahrscheinlich auch das letzte Vlog für dieses Jahr von meiner Seite. Und vielleicht auch eins der letzten Videos, weil ich über die Weihnachten jetzt also ab nächster Woche quasi nichts mehr vorhabe zu drehen, hochzuladen oder sonstige Formen irgendwie was zu machen. Ich habe zwar noch ein paar Videos, vielleicht lade ich die bei Gelegenheit mal hoch. Ja, mal schauen. Weiß ich noch nicht genau, wie ich das handeln werde. Also vorläufig könnte man mal davon ausgehen, dass das eventuell das letzte Video ist. Und dafür habe ich mir was ausgedacht. Wir haben ja Advents Vlog Specials, haben wir ja hier Gedichte vorgelesen auf der Seite hier von besinnliche Weihnachtsgedichte und so ein Kram. Da sind uns quasi die Gedichte ja schon ausgegangen. Warte, machen wir mal zuerst hier mal noch die Kerzen an. Heiß, man sollte. Ja, brennen, brennen, brennen. Hexe brennen. So, 4 an der Zahl. Wunderbar. Wunderschön. Schneekugel. So, und ich habe mir was ausgedacht. Ich habe gedacht, wenn du keine ordentlichen Gedichte mehr findest, oder beziehungsweise alle schon verwendet hast, dann schreibst du doch einfach mal selber eins. Und da habe ich das so spontan geschrieben. Ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, wie ihr es findet. Könnt ihr mal in die Kommentare posten. Und dann legen wir auch gleich mal damit los. Ich hoffe, ich habe mich jetzt gar nicht mehr vorbereitet. Ich habe das irgendwann letzte Woche am 3. Advent geschrieben. Ich hoffe, dass ich das jetzt von der Betonung her einigermaßen ordentlich hinbekomme. Weil selbst geschrieben ist immer nur so eine Sache. Ne? So, fangen wir an. Das Gedicht heißt Der Weihnachtstraum. Eine kalte Nacht. Schnee bläst ins Gesicht. Die Kälte lässt einen spüren, was man so sehr vermisst. Die Wärme lieber Menschen, mit denen man so viel geteilt, an deren Seite man nun leider nicht mehr ist. Es geht auf die Weihnacht zu. Glückliche Menschen halten Hände. Es herrscht eine himmlische Ruhe. Doch diese Stille kann auch bedrücken, hört man nur noch seinen traurigen Gedanken zu. Das Leben ist so schnell, wie das Treiben von dem Schnee. Und was man einst so sehr geliebt, tut am Ende nur noch weh. So sitzt man einsam in seinem Raum, erhellt von Kerzenschein und hofft auf einen Weihnachtstraum. Das alles Glück der Welt, als Geschenk vom Herzen, liegt unter dem Weihnachtsbaum. Die Hoffnung pocht so sehr, denn ohne Glück, Friede und Vergebung bleibt dieses Geschenk für immer leer. Jo. Wie gesagt, selbst geschrieben. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen 4. Advent, vor allem schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2015. Ja. Und vielleicht sehen wir uns ja doch noch irgendwann 2014 hier in Form von einem Video. Wie gesagt, es sind noch ein paar Sachen vorrätig. Wenn ich es schaffe, die hochzuladen, werde ich es wohl machen. Nebenbei, aber ansonsten rechnen solltet ihr damit mal nicht. Und deswegen bleibt eben nur noch zum Abschluss euch zu wünschen. Ich habe gerade so ein übles Kebab-Menü gegessen. Boah, mit Jalapenos, geil. Ja, dann bleibt mir nur noch zu wünschen, dass ihr tolle Resttage im Jahre 2014 habt und die Zeit mit euren Lieben genießt, die schöne Weihnachtszeit. Und ja, wie gesagt, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf dass ihr nicht stolpern werdet. Bis dann, euer Spooky4F. Bye, bye. Ich mag das. Ich könnte die Kerzen den ganzen Tag anmachen und wieder ausblasen.